So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Willst du an seine Stelle treten? Nein, ich bin Händler. Ich will nur in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn umlegen und seine Position übernehmen. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Dann müssen wir sie dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Und ich kümmere mich um die Wachen. Das klingt doch nach einem Plan. Gut, dann wollen wir uns mal darum kümmern. Keine Ahnung, sagt böse mir. Wer erzählt denn sowas? Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Das will doch keiner wissen. Jetzt. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Na, mach schon. Esteban hauen wir auf jeden Fall jetzt um. Immer fest drauf! Ja, so ist gut! Ja, so ist gut! Ja, so ist gut! Das habe ich früher auch immer gesagt. Der arme Kerl kann einem leid. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Daran wird sich nie etwas ändern. Das hätte er auch selbst gesagt. Hey, du! Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Hey, du! Es gibt doch nur noch mehr Ärger.
erzählt sich ja so einiges. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Nein, das macht es uns nicht. Vielleicht bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Na und? Die Zeiten sind vorbei. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Daran wird sich nie etwas ändern. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Das habe ich früher auch. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Ich werde mich da nicht einmischen. Komm, lass mich rein, um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und das wirst du auch. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ich habe hier eine rote Steintafel. Okay, du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. Drei Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Das interessiert mich nicht. Daran wird sich nie etwas ändern. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die Sache anders ausgegangen. Ich brauche sie nicht. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Da werde ich mal losziehen. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. Warte mal. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein erfahrener Goldschürfer. Hey, du. Ich will stärker werden. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Warum erfahre ich das jetzt erst? So, jetzt sind wir ja schon mal. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Im Tempel? Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Eigentlich will ich zu Raven. Hey, versuch den Tempel zu betreten und du bist so tot wie die Gefangenen hier. Sieh lieber zu, dass du in die Mine kommst. Warum sind sie tot?
Die haben sich kaputt geschuftet. Womit denn? Ach, scheiße. Mal eben kurz zurücklatschen. Wer erzählt denn sowas? Irgendwann muss das hier so kommen. Nun erzählt sich ja so ein. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. So, das hätten wir erledigt. Jetzt können wir wieder zurück zum Lager. Und in die Mine. Da werden wir dann auch gleich einen alten Bekannten wieder treffen. Einen sehr miesen alten Bekannten, der uns immer um Erz schröpfen wollte ohne Ende im ersten Teil. Ja, ich rede von Bloodwyn. Er stellt sich das immer so einfach vor. So. Werde ich gleich auf Camtasia umschalten müssen, sobald ich in den Tempel kann. Denn da gibt es noch eine nette Sequenz, die man auf jeden Fall sehen sollte. Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Fehl auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Erzähl mir mehr übers Goldhacken. Also vor allem solltest du wissen, dass Gold kein Erz ist. Es ist weich wie Butter. Wenn du zu hart schlägst, zersplittert dir alles. Jeder Buddler hat seine eigenen Tricks, um ein paar schöne Nuggets aus dem Fels zu kloppen. Diese Tricks sind es, die letztendlich den Unterschied zwischen einem Buddler und einem guten Buddler ausmachen. Außerdem, Übung macht den Meister. Wenn du erstmal eine Weile gehackt hast, wirst du auch besser. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine, aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein? Ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort